Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tomb Raider 3. Wir befinden uns hier in den Tempelruinen und... Oh. Wie geht's weiter? Ich zück mal meine Waffen, sicher ist sicher. Man weiß nie, wo man hier von Affen... Na, Affen greifen uns nicht an, aber... gemeingefährliche Tiger... angegriffen werden. Oder eine Kobra. Ich wollte gerade fragen, befinden sich Tiger hier unten? Und ich weiß, ich habe da auch noch eine gesehen. Ah, ich bin vergiftet. Geht das von alleine weg oder muss ich erst was benutzen? Oh Mann. So, ist erledigt. Ich muss mir wieder angewöhnen, dass ich nicht rede beim Schießen, weil die Schussgeräusche sind halt so laut. Oh, das habe ich mich schon mal bei Laura at the Movies gefragt. Ich weiß nur nicht, ob ihr die Folge schon seht, weil Laura at the Movies habe ich halt schon etwas länger fertig aufgenommen. Was hat sich geöffnet? Irgendwas hat sich geöffnet. Ich weiß noch nicht was. Jedenfalls... Komme ich da hoch? Scheint nicht so. Jedenfalls gab es da auch eine Stelle, wo ich vergiftet worden bin, aber da hat sich das Bild noch zusätzlich komisch bewegt. Das ist hier halt nicht der Fall. Oh, hier ist gar nichts, ne? Ne, okay. Bin ich mal, war da nur der Hebel? Und dann irgendwie hier wahrscheinlich das Wasser rein, aber das sieht mir wieder nach einer Strömung aus. Ach, blöd, dass ich jetzt vergiftet worden bin. Ich hoffe, das geht per Medipack weg. Ja, okay. Okay, okay. Ja. Was soll ich noch großartig sagen? Ich wollte noch irgendwas erzählen. Ich weiß noch nicht mehr was. Soll ich einfach ins Wasser springen? Warte mal. Ich war ja so erfolgreich, was die Secrets angeht, ne? Deswegen dürft ihr euch nicht wundern über die Anzahl meiner Ladestände. Jap, Strömung. Gucken wir uns erstmal an, wo die uns hinführt. Und zwar, ja, sind die für mich doch etwas unlogisch. Ich habe schon mit Tommy drüber geredet. Achso, ich dachte gerade, ich wäre eine Stufe höher und habe mich gewundert. Hä, warum beim Ducken, warum zieht sie da die Waffen? Was soll das? Nein, Lara, warum? Ich hab doch geguckt, ob alles stimmt. Na jedenfalls, hätte es mich stark gewundert, wenn ich auch nur ein Secret gefunden hätte. Und ich wusste noch, eins ist direkt... Ach so, ist nur eine Schlange. Ich wusste noch, eins ist direkt am Anfang irgendwo beim Hang, wenn man bestimmtes springt etc. pp. Aber das habe ich halt nicht herausgefunden, als ich es mal privat getestet habe, ob alles funktioniert und so weiter und so fort. Von daher habe ich es dann gelassen und habe mir dann gedacht, oh, ich hätte dich beinahe erschossen. Au, du machst mir doch... Ihr macht mir Schaden! Was soll das? Was soll der Scheiß? Warum macht ihr mir auf einmal Schaden? Hab ich nichts getan. Tja, ihr habt gesehen, ich habe mich nur selber verteidigt. Ich dachte, die wären grundsätzlich lieb und greifen mich nicht auf einmal an. Was soll das? Das ist aber nicht nett. Wo bin ich hier? Bin auf derselben Seite, ne? Lol, das habe ich nicht gesehen. Ja, okay. Ich sag dazu nichts, ne? Ein paar offensichtliche Secrets habe ich auch übersehen gehabt im Level davor. Ich habe die alle jetzt privat eingesammelt, weil ich halt, nee, ich bin woanders, ne? Ja, ich glaube, ich bin woanders. Ja, alles wird gut. Alles wird gut, ich muss nur dran glauben. Ja, wie gesagt, ich habe die privat eingesammelt, weil ich halt erfahren habe, dass es... Oh Gott. Es ist früher Morgen und ich spiele Tomb Raider. Super. Dass es halt ein Bonuslevel gibt, das halt sich mit allen Secrets freischaltet. Tommy hat mir aber auch schon gesagt, man kann da auch gut über den Level überspringen, Cheat-Dingens da reingehen. Aber ich glaube, ich werde das einfach privat weiter sammeln. Was ich natürlich im Spiel finde, finde ich. Was nicht, finde ich nicht. Oh, immer diese Logik, ne? Jedenfalls, ich möchte es halt nicht so ausarten lassen wie damals in Underworld. Für diejenigen, die das gesehen haben, werden es nachvollziehen können. Und wahrscheinlich sagen, oh Gott sei Dank. So, wo
kann ich jetzt hier. Nee, ich bin doch woanders. Das sieht mir alles so gleich aus hier. Warum macht die Kamera das so komisch? Das ist doch gar nichts. Hä? Sah eben aus wie so eine Nische irgendwie. Und irgendwie. Hä? Kann ich hier irgendwas machen? Kommen wir doch gar nicht hoch. Warum macht denn die Kamera das so komisch? Nee. Muss ich nicht verstehen, ne? Nee, verstehe ich auch nicht. Verstehe ich jetzt ganz spontan nicht. Ich will eigentlich gar nicht ins Wasser reinspringen, weil ich das Gefühl habe, dass hier vielleicht auch wieder eine Strömung ist. Obwohl, wenn die Fische so hin und her schwimmen können, vielleicht dann auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt richtig bin. Ob wir wirklich richtig sind, seht ihr, wenn kein Licht angeht. Weil hier sind keine Lichter. Ich glaube, ich kann hier so. Es ist nur die Frage, greifen mich die Fische an? Oh ja, die greifen mich an. Das habe ich mich schon mal gefragt. Kann das sein? Ah, ich bin hinter dem Tor. Ah, okay. Ist hier irgendwas unter Wasser? Nein. Gut, dann, Lara, geh mal ganz schnell dorthin. Danke. Ach, da ist ein Hebel. Ich bin einfach nur auf Verdacht hier hingelaufen. Ich habe den gar nicht gesehen. Und dachte mir einfach nur aus dem Wasser, ich will nicht noch weiter angeknabbert werden. Jetzt hat sich schon wieder irgend türmäßig was geöffnet. Ich habe keine Ahnung wo. Da liegt auch was drauf, aber da komme ich nicht hin. Nur über das da, oder? Irgendwie? Wie soll man sonst da hinkommen? So, wo hat sich jetzt was geöffnet? Das große Tor da unten scheinbar ja nicht. Vielleicht gehen wir auf die andere Seite. Oh, hier ist gar nichts. Toll. Ich dachte, hier wäre irgendwie noch eine Nische oder so, aber nein. Da hat sich ja nichts geöffnet. Kann auch schlecht diesen Weg wieder zurücklaufen. Jetzt hier unten irgendwas? Ah. Nein, nein, lasst mich! Lasst mich! Lasst mich doch am Leben! Aber ich glaube, hier lasst ihr mich in Ruhe. Kann das sein? Oh, schön. Hätte ich nicht bei dieser schönen Öffnung gehangen, warum auch immer man da hängt. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte speichern. Böse Affe. Kam mir einfach von der Seite angerollt. Was soll das? Da ist noch einer. Das Schlimme ist, selbst wenn jetzt lieber Affen dabei sind, ich kann jetzt den Unterschied nicht mehr machen. Dadurch, dass der mich einer, dass mich die zwei angegriffen haben. Sah irgendwie danach aus, als würden jetzt gleich Kugeln kommen. Da irgendwie hoch? Muss ich nicht, oder? Warte, komme ich hier vielleicht hoch? So an der Kante? Da ist es ja ein bisschen höher. Wenn Lara nicht nach unten. Ja, ist gut, Lara, ist gut. Warum sollte was hier auf Anhieb funktionieren bei mir? So. Alles vorsichtig loslassen, damit sie nicht wieder diesen Schritt nach vorne macht. Ah, sieh einer mal an. Da ist Munition. Ich wollte noch irgendwas erzählen, aber ich habe es vergessen. Ich habe mich nur daran erinnert, als Chris einen Kommentar hinterlassen hat, dass Kimi das auch, glaube ich, mal gespielt hat. Ne? Ich war, glaube ich, mal Gast dabei. War nämlich auch gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich und meine Erinnerungen. Ich bin da so gut drin. So, hier kann ich ohne Probleme langlaufen. Da nehme ich mal auch an, ja. Sieht bis jetzt gut aus. Ich habe schon wieder einen Affen. Wo? So, was haben wir hier? Ein Wasserfall. Ist ja noch ein.
du immer noch am Leben oder bist du neuer? So, ich gucke mich erstmal hier um, bevor ich da weiter hochklettere. Bei meinem Glück übersehe ich sowieso die Hälfte an Items, schon allein, weil die Secrets Items sind. Für diejenigen, die wissen wollen, wo die sind, ne, da gibt es genügend Informationen im Internet. Ich mach's mir wieder so einfach, ne? Blöder. Oh, blöder Affe. Oh, mach das doch nicht. Oh, guck mal, perfekt. Ein Kristall. Kann ich mich direkt heilen. Zwar nicht ganz, aber immerhin. Ah, da ist auch noch ein Medipack. Hier ist das auf jeden Fall, wo ich reingesprungen bin, von dort aus. Da ist auch noch mal Munition. Das ist ja auch ganz gut. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es von hier aus weitergeht oder ob ich da hätte doch nochmal hochgehen sollen. Es kann natürlich auch sein, dass beim Hochlaufen, dass es da weitergeht. Aber jetzt, wenn ich schon mal hier bin, mache ich jetzt erstmal hier weiter. Komme ich von dort hinten hin? Einfach mal ausprobieren. Nein. Bin auch, vielleicht auch einen Ticken zu früh abgesprungen. Das kann nämlich auch sein. Passiert ja schnell mal. Komme ich da hin? Da unten im Dings ist auch noch irgendwas, ne? Ist eine Schlange, oder? Da unten? Ja, sieht mir nach einer Schlange aus. Aber da kann man scheinbar wieder normal schwimmen, da wo die Fischchen sind? Keine Ahnung. Wo sie sich im Kreis drehen? Aber ich glaube, die konnten sich auch so immer unabhängig von der Strömung drehen, oder? Bewegen und so. Keine Ahnung. Jetzt habe ich die unten ausgelöst. Ernsthaft? Obwohl ich hier oben bin. Muss aufpassen, dass ich hier nicht irgendwo runterfalle plötzlich. Wo ich nicht runterfallen möchte. Ich habe da irgendeine Munition gesehen. An der Seite. Da. Schrotmunition. Ich hoffe, ich kann mich da auch hochziehen. Ja. Sieht doch ganz gut aus. So. Ja, du. Lara. Dreh dich doch einfach zur Seite. Genau. Ich muss kurz mal gucken. Okay, da kann ich nicht so einfach weiter. Da ist ein Affe, der mich anguckt und sich denkt, oh, was macht die da schon wieder? Oh, da kann ich sogar stehen. Ist ja noch besser. So komme ich dann wenigstens über diese Schräge, ne? So. Es ist so doof, dass es einfach diese seitlichen Schritte nicht als extra Einstellung gibt, sondern immer nur als Gehen. Das bin ich nicht gewöhnt von den anderen Spielen. Hallo? Läufst du nicht nach. Hallo, Lara. Bleib nicht hängen. Ja, jetzt macht's es. Ja, jetzt ist mir zu doof. Jetzt hast du es dir versaut. Macht sie das wieder? Einmal kurz drehen. Jetzt hat sie sich wieder gelöst. Genau das, was nicht eintreffen sollte, nicht passieren sollte. Okay. Aber ich glaube, ich komme trotzdem noch. War das hier? War das da? Irgendwo komme ich da hoch. Ah, nö. Klar. Dann mache ich es eben so. War zwar reiner Zufall. Aber egal. Ich weiß gar nicht. Ach so, okay. Ich habe noch Zeit. Ja, du greifst mich wieder an. Okay, du greifst mich echt wieder an. Die greifen mich hier alle an, ne? Alle Affen. Oh, das sieht mir doch schön zum Krabbeln aus. Ich habe hier keine Orientierung mehr, ne? Also ich weiß nicht, wo ich hier bin. Ich habe nur gehofft, dass ich weit genug weg bin. Okay, wenn ich da jetzt runterrutsche, dann bin ich aber dort unten, ne? Ist die Frage, komme ich auch wieder zurück? Oh, ich speichere mal.
Warum kommt eine Melodie? Das klingt ein bisschen so nach dem Motto, ja, du bist hier richtig. Okay, sie kann mich von hier aus nicht erwischen. Wo bin ich hier? Also wenn ich jetzt ja auf einmal schon fertig bin, was ich zwar bezweifle. Ach so, das war auf der Seite und ich laufe hier einfach runter. Scheiße. Ja, es war Kimi, die Tomb Raider 3 gespielt hat, ja. Ja, da war ich zwischendurch mal Gastkommentator. Kommt man hier auch dann wieder raus? Nur mal so als Frage. Ich sehe bis jetzt noch keinen Ausgang. Die Musik ist aber unheimlich genug. Ach, puh. Aber das Schöne ist, dort ist die Schrot, die ich direkt als erstes Secret hätte haben können im ersten Level. Speichern, speichern, definitiv speichern. Haben wir auch noch andere Waffen mittlerweile gefunden? Ich glaube es nicht, aber. Nein, nur Munition. Gut. Ach ja, das wird jetzt schön. Wie, es passiert nichts. Hallo? Okay. Ja, dann. Wenn ich jetzt meine Ruhe habe, okay, dann mache ich einen Schnitt und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ja, aber ich habe gerade gesehen, die Zeit ist vorbei. ja, ich bin verwirrt. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, dann tschüss, eure Teil.